Jetzt werde ich erstmal was zu frühstücken holen. Ich hatte heute nämlich etwas Zeitmangel. Und dann werden wir mal sehen, was auf meinem Teller landen wird. Auge. Und das ist in diesem unglaublich süßen Päckchen hier mit der Schleife und Essence Love als Hashtag auch steht. Hier die Sachen standen schon 13 Swatchen der ganzen Sachen. Ihr merkt, es wird schon laut, weil alle schon aufgeregt sind, was da drin sein wird. Starten wir. Da seht ihr schon den ersten Eindruck. Wir sind gespannt. So, hier haben wir also die Isle of Extreme Neuheit und das soll eine wasserfeste Variante sein der noch so heiß geliebten Isle of Extreme, diese pinke Variante, die es gibt. Die habe ich gerade zu Hause auch leer gemacht, weil ich sie echt absolut feier und bin gerade glücklich, dass es jetzt eine wasserfeste gibt, denn im Sommer ist es ja alljährlich bekannt, dass man eben schwimmen geht und somit ist das natürlich extrem. Angekommen. Jetzt sollen die Lippenprodukte drin sein. Lasst uns doch mal zusammen reinschauen, was da so drin ist. Hier seht ihr schon mal den Lipgloss aufgetragen. Ich finde den nicht schön. Ich muss sagen, dass ich das Tragen doch ganz angenehm finde. Es ist schon ein bisschen glitschig, das muss ich schon zugeben. Aber es ist jetzt verläuft. Ich habe auch das Gefühl, dass es verlaufen wird. Auftrag
hier gibt es jetzt das zweite Päckchen. Jetzt sind wir beim Thema Face angelangt und auch hier, da bin ich ja Neuling, was Essens angeht. Ich habe nicht so viele Essensprodukte, die im Face-Bereich sind. Daher schauen wir doch mal zusammen rein. So, es ist Mittagszeit. Yum. Ich habe beschlossen, dass hier in der Mitte wirft meinen Diätplan über Bord, aber ich bin ja nur einmal auf so einem Event, ne? Mousse-Schokolade, guck mal hier. Wunder, oh Wunder, wir sind jetzt bei den Nägeln. Ich müsste aber trotzdem gerade nochmal nachfragen, weil ich es echt verpeilt habe, was jetzt noch kommen könnte. So, schön ist der Bändchen und jetzt gucken wir mal den Inhalt an. Mädels, wie ihr seht, war das Event wirklich, wirklich toll und ich möchte mich jetzt hier nochmal bei dem Essence-Team bedanken. Es war wirklich grandios, als neuer YouTuber da gleich eingeladen zu werden und ich bin ja nun wirklich noch sehr, sehr klein, hat mich wahnsinnig geehrt. Ich bin vollends baff gewesen, das alles zu sehen, das miterleben zu dürfen. Tausend Dank an euch, es war wunderschön. Ohne euch wären diese ganzen Dinge nicht möglich. Das muss man ja auch mal so sagen in einem Video, dass nicht nur die Produkte das sind, was sie sind, sondern dass da auch sehr viel Arbeit hintersteckt und da auch hinter Menschen stehen, die einem wirklich tolle Arbeit leisten. So, meine Lieben, wir sind jetzt wieder am Hauptbahnhof in Hamburg. Das Essence-Event ist vorbei. Ich habe hier die Nina neben mir. Ja. Ich werde euch ihren Kanal mal unten verlinken und ihr seht noch öfters in meinem Video, weil sie das direkt